Deswegen. Wenn du schon hast, was geht? Ja, alles klar. Absolutes bedrückendes Schweigen, Alter. Einfach nur so, was ich hab. Ich rede nur mit Gleichaltrigen, okay? Du bist 21, niemand ist so alt, Junge, wie du. Wie alt bist du denn? Ich? 20. Ja. Bist du nicht 21 schon? Wow, du bist ein halbes Jahr älter als ich. Also, ja, nee, gut. Wow, Digga, wer nimmt hier die ganze Zeit Ad aus meiner Kiste? Ja. Kannst du es nicht vernünftig, Alter? Warum immer mittendrin raus, Alter? Du bist näher am Tod als ich. Ja, sorry. Meine Fresse, Alter. Jedes Mal, ne? Anstatt das da vernünftig wegzunehmen. Alt. Ja, und? Ich bin halt alt, Junge. Und? Irgendwann holst du mich auch ein, glaub mir. Junge, verpiss dich. Irgendwann an der Meldung, du so alt bist wie ich, ne? Die ist ja alt mit anderen Augen, Alter. Assassin, wo bist du? Assassin, wo bist du? Ach, Junge, es sollte mal eine neue Regel geben, dass man mich nicht abfacken darf, Digga. Nee, es wird auch keinen Spaß machen. Es gibt die Regel. Junge, hast du den jetzt ernsthaft abgebaut, Alter? Junge, verpiss dich! Alter. Ich höre leicht Mobbing raus bei euch, Alter. Was ist denn los? Es ist so hoch. Hier oben ist eine Pyramide. Eine Pyramide hier oben. Ja, ich komme. Ja! Rising! Ich schwör dir bei Gott, das ging. Das ist auch so zweideutig. Rising, ich komme! Ey, Junge, das ist aber. Junge, das macht einfach gar keinen Spaß mehr, Digga. Das ist einfach nur Sabotage. Verpisst euch doch mal. Wer ist das hier? Digga, ich kann meine. Ich kann mein Scheiß hier nicht machen, wenn ihr mich jetzt. Lass doch mal Rex ist in Ruhe. Okay? Junge, die halbe Lobby ist bei mir, Digga. Hier sind vier Leute auf einem Platz. Verpisst euch doch mal. Ehre, genügend. Was macht ihr da oben, Alter? Hi, Rex. Geht mal weg, Mann. Hi. Ja, genau, jetzt kommt der nächste. Hi. Junge, hey. Was geht hier ab? Auch gehört, die steigende Party. Ey, ich bin auch da, was geht ab? Oh, Nico, du Abfucker, Alter! Ich. Junge, das macht er die ganze Zeit schon! Weißt du, wie viele Hühner da unten schon sind? Du wirst jedes Mal 1000 Hühnereier da runter. Nein, warte ich nicht. Nein, Rysik, schau mal, was hier ist. Schau mal, was hier ist, Rysik. Rysik, schau mal, was hier ist. Das hat die Regel, hab ich ihn gemacht. Junge, jetzt hört doch immer auf, abzufucken. Dann hast du übrigens ein bisschen Essen da unten, Alter. Was ist mit dir? Was das kostet? Okay. Ich verdammt. Stefan, jetzt sag doch mal was, Digga. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Was denn? Ja, okay, Leute. Tschüss, mach mal was. Weg mit dir, 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 hab ich gesagt, weg mit dir. Ey, kommt mit dem Messer zum Faustkampf, was seid ihr denn für Weicheier hier? Ey, hab ihn umgebracht. Ja, ist auch richtig so, du hast ihn abgefuckt, da darfst du dich umbringen. Ja, trotzdem darf ich dich umbringen. Gut, dass jetzt meine Pyramide schon so hoch ist, dass du One-Hit bist. Eigentlich dürfte ich sogar rein theoretisch deinen Loot sogar nehmen, ist Hessen, Digga. Aber an deiner Stelle würde ich sowas nicht machen. Weil du hast ihn abgefahren, er hat dich getötet, er dürfte eigentlich theoretisch deinen Loot sogar noch nehmen. Oh! Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Oh, nice Loot, nice Loot. Wo ist eigentlich das Nether-Portal, Leute? Irgendwo. Das ist One Piece, Digga, das werden wir nicht verraten. Rysix, tut mir leid, aber ich muss jetzt dann zwei Blöcke von deiner Pyramide wegmachen, damit ich hier wieder rein kann. Ja, kannst du wieder hinbauen. Kannst du nur, Alter, wie kannst du Assassin. Nur? Assassin! Nö. Assassin! Du musst mal diesen Mitte abbauen. Diesen nach oben. Digga, halt deine Fresse, Alter, jetzt hör auf mich abzufacken. Nico, okay, es reicht. Ich möchte ja nicht sagen, aber ich habe keine Pickaxe da. Das heißt, also der eine Block, den ich da wegbaue, das ist ja. Wo bist du? Ich kann ihn abbauen. Alter, wenn du hier stehst, ist auch 31er. Schön in der Ecke, Alter. Schön in der scheiß Ecke. Okay, jetzt geht mal alle weg hier, jetzt lass sie mal in Ruhe. Nico, mein Abflug, los. Nico, kommst du mal runter? Nico, weg hier, alle weg. Der Einzige, der was Produktives macht. Ja, ich schick dir jetzt alle weg hier. Wenn du Bescheid sagst, also, dann. Mach dann auch was Produktives. Weg mit dir hier, Zeus, alle weg mit euch hier. Ich will keinen mehr von euch hier sehen. Der Einzige, der noch was hier machen darf, ist Assassin. So, ihr baut jetzt mal irgendwas anderes hier. Macht euch nützlich. Nico, mach dich nützlich, gefälligst. Ja, warte. Rysix. Ich warte, bis der wieder hier rauskommt. Bau ich wieder zu. Okay. Jetzt mach mal alle was Vernünftiges, Alter. Hört auf, den einen Typen immer die ganze Zeit zu nerven, Alter. Nervt euch gegenseitig. Ja, wo ist das Portal, bitte? Ja, das ist irgendwo bei mir im Haus, Haus in der Nähe. Sonst komm mal mit, ich zeig dir, glaube ich, wo das ist. Einfach. Ja, okay. Sehr gut. Das dürfte vor meinem Haus zu links gewesen sein. Alter, also, ja, du sollst hier rausgehen. Was macht ihr hier noch? Geh weg. Wer hat rausgekommen? Gigi. Nico, das musst du wegballern.
Das hat Gigi gebaut. Ich sag mal so, wenn Rysix wirklich sagen sollte, dass ihr weggehen sollt, ne? Also, dass ich das wirklich, ja, also, wenn er mir sagen würde, müsste ich euch sogar rausschmeißen, weil, ich sag mal so, wie das ist. Also, wenn ihr jetzt wirklich aufhört und Rysix die ganze Zeit sagt, ihr seid raus, dann muss ich euch kicken, ne? Nur mal so nebenbei gesagt, weil das ist dann halt richtig. Das gehört ja dazu, dass ich habe halt am Anfang schon gesagt, dass Griefen und den ganzen Scheiß, dass es nicht in Ordnung ist. Und es soll ja kein pures Abfuck-Objekt werden, Digga. Ja, du bist halt die ganze Zeit rum und fuckst ihn ab. Junge, du hast die ganze Zeit irgendwelche Blöcke, Zäune, so, kommst du mit, was hast du das bei mir platziert? Ey, ich war das nicht, das war Nico, was kann ich jetzt dafür? Junge, da waren so viele Leute da, ich hab nicht alles täuscht. Ah, nee, hat er, glaube ich, abgebaut, ne? Es war, glaube ich, hier drin, oder mal? Hier ist ein Chill. Ich glaube, das war. Noch zwei Blöcke da, Alter. Nee, es hat abgebaut, glaube ich. Also, hier stand eins, aber ich denke mal, es hat abgebaut. Ich glaube, das ist weg. Müsstest du wieder ein neues machen, glaube ich. Das war hier, also stand hier, die stand mal eins. Hat, glaube ich, wieder abgebaut und sein Haus gesetzt. Da müsstest du jetzt mal woanders nachgucken. So. Oh, nee, jetzt muss ich dann. Oder du baust. Ja, oder du machst es selber, ganz genau. Meine Fresse. Mensch, Alarmen, deine Fresse, ne? Kann ich nur wiederholen, ja. Wer hat hier. Wer hat die Blume weggeboxt bei mir? Alter, bei mir war eine Blume, Digga, die wurde weggeboxt. Und dann hat die Blume hier weggeboxt. Neu setzen hier. Nico, aggressiver. Ist da gerade jemand? Ich war auch nicht hier. Also, ich wollte gerade sagen, du bist doch mein Kühn drin, Alter. Du bist doch schon hinter. Wir waren mal im Haus, Alter. Willst du mir? Marc? Ich bin jetzt gerade noch Cobble, aber ich hab's gerade gewählt. Hast du Cobble, den du nicht brauchst? Weil ich bräuchte ein bisschen für die Straße. Dankeschön. Mehr hab ich aber auch nicht. Ich hab noch eine ganze Menge, ne? Wenn ihr was braucht oder so an Cobble, ich hab eine ganze Menge bei mir. Okay, gebrannten Stein. Komm ich nachher also nochmal zu dir, weil ich brauch richtig viel. Weil ich möchte jetzt so eine Straße bauen, praktisch hier neben einem. Nee, ich hab nur. Wenn du Cobble brauchst, halt. Ich hab die Cobblestone. Oh Gott, Junge, es leckt schon wieder bei mir, ne? Also heute, ich weiß nicht, ich glaube die Aufnahme Minecraft ruckelt die ganze Zeit bei mir. Also ich hab ab und zu auch einfach Frame einbrüht, so, dass ich 30 FPS hier rumrennen. Nicht mal. Anderman, Zeus hat ein Portal. Okay, nice. Du weißt, wo ich baue, ne? Nee. Also ich sag's dir, wenn das eine Falle ist, dann wirst du gebannt. Komm mal zum Wasserfall von Saphir. Zum Wasserfall? Hast du etwa Angst, Digga? Ja. Meinst du ihn jetzt bei mir, oder was? Hinter meinem Haus ist einer. Hinter meinem Haus habe ich so einen kleinen Wasserfall angelegt. Stimmt, ich wollte, ach stimmt, was mache ich jetzt hier eigentlich? Warum farm ich jetzt Stein, Alter, what the fuck? Ich wollte noch Holz farmen, das geht nicht mehr. Ich wollte eigentlich einen scheiß Baum heute anfangen, weil ich mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht habe. Jetzt stehe ich unter meiner scheiß Höhle und farm Stein, weil er mich gerade auf die Steinidee gebracht hat. Und ich wollte es noch aushören hier und fuck, Alter. Hat ja einer. So, ich gehe jetzt zu Zeus. Du willst eine Straße bauen. Kannst du es für mich auch irgendwie machen? Dass es auch irgendwie schön aussieht hier? Du könntest, wenn du Langeweile hast, zu allem eine Straße bauen. Weil Straße ist Straße, verstehst du? Ja, also ich habe mir überlegt, dass ich so eine Cobblestone-Straße mache, halt, so wie so eine Autobahn, so eine Art. Wenn ihr versteht, was ich meine, die halt durch ganz, also eine fette Straße einfach so und dann noch solche Wege, die zu jedem Haus dann noch gehen. Mhm, ja, ich finde es für mir. Kannst du gute Brücke bauen? Also Brücken bauen? Also ich habe gehört, die Idee hast du. Ja, ich kann es. Ich kann Brücken bauen. Boah, Sess, ne, dein Stuhl, ne, der tut mir so leid, Alter, ganz ehrlich, ne. Aber ich kann's da machen. Dein scheiß Stuhl, Alter. Das war so laut. Hauptsache, was laberst du? Schau mal, was da willst du jetzt von mir, Alter? Ich hab grad deinen Stuhl so ächzen gehört, Alter. Der tat mir gerade richtig leid. Der tat mir so leid gerade, Alter. Sorry, das ist ja quietsch. Sorry, nicht jeder hat so 200€ Deeks Racer bei sich stehen. Dankeschön, dass du mal Werbung machst, Digga. Aber jetzt mal ernsthaft, man kann den ölen und dann klickt er nicht mehr so. Musst halt nur die richtige Stelle finden, ne, zum Ölen. Ich hab ihn doch geölt. Dann hast du die falsche Stelle getroffen, Alter. Du musst halt auch da ölen, wo es quietscht, ansonsten bringt dir das nicht viel. Ja, ich hab doch da geölt, wo es quietscht, du du riechst gerade wirklich auf, Alter. Oh, dein Stuhl auch gerade, die ganze Zeit im Hintergrund, Alter. Nice. Der gibt mir richtig recht, Alter, der heult richtig, Alter. Der läuft bestimmt schon Tränen am Stuhl runter, Alter. So sad. Okay, ich hab grad Probleme beim Abbauen. Achso, er macht gerade Autospeichern, deswegen, okay, cool. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Achso, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, darüber wollte ich auch noch mal vor Ewigkeit mal reden. Ich hatte ja, was habe ich euch erzählt, ne? Ich habe ja mal einen Product Placement Vorschlag gekriegt von Minecraft, also Xbox Minecraft halt, ne? Dass ich auf deren Xbox Dachkanal immer ein Video hochlade, einmal die Woche am Mittwoch. Zu News und so und so Zeug sollte ich da halt ein Video machen. Mach doch, what the fuck? Habe ich nicht gemacht. Einfach aus verschiedenen Gründen. Ich meine, Minecraft ist auf Xbox ist momentan das Ding. Erstens, die melken die Kuh bis zum geht nicht mehr. Erstmal, ich meine, Shader sollten vor 2 Jahren rauskommen, sind immer noch nicht da.
Die Performance von Minecraft ist gefühlt schlechter geworden. Also die Xbox One, normale Xbox One-Version von Minecraft, läuft meiner Meinung nach besser als diese Version, die wir jetzt hier gerade haben. Also performance-technisch. Mir ist es damals zumindest nie so stark aufgefallen wie hier, dass das Spiel die ganze Zeit ruckelt. Weil ich habe die ganze Zeit irgendwie jedes Mal, wenn Autospeichern oder sowas ähnliches bei mir ist, habe ich gefühlt 10 FPS, wenn überhaupt. Das geht jedes Mal so in den Keller. Und vor allen Dingen, jedes Warum Mal, hast du jetzt das Angebot nicht angenommen? Aus verschiedenen Gründen, weil mich das einfach ein bisschen nervt. Und außerdem halt, weil ich kein Geld verdienen will mit YouTube, ne? Das ist auch wieder so ein Hauptding. Ich glaube, das Ding ist, der Hauptgrund bei dir ist, nicht das Geld verdienen. So, stell mal vor, auf deinem Konto sind einfach mal plus 50 Euro oder plus 100 Euro einfach so durch die Luft. Würdest du dich ja nicht mehr die ganze Rechnung und so. Ich sag mal so, du musst halt auch mit den Steuern das auseinander. Sag mal so, Digga, ne? lass mich kurz ausreden, Digga. Du würdest dich nicht darüber beschweren. Das einzige Problem, was du wirklich hast, ist, dass du keine Lust hast, dich damit zu befassen, mit diesen ganzen Steuern und so weiter. Und dieser Anmeldung und so weiter. Das ist das, was dich abfuckt, Digga. Ja, aber du musst auch so sehen. Sag mal kurz ruhig, Hessen. Ich erzähl es dir mal. Ist immer so, wenn du das machst, die Steuern. Das ist nicht so ein Ding, das machst du so einmal im Jahr, du musst das immer beiseite packen. Du musst jeden Monat deine Ausgaben und teilweise deine Einnahmen und teilweise Ausgaben musst du immer parat haben, falls dann irgendwas hinterfragt wird oder so von den Steuern und so ein Scheiß. Du musst alles. Hast du schon mal eine Steuererklärung gemacht? Fang ich mal so an. Schon mal eine Steuererklärung gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber dann, du kannst ja jemanden dafür bezahlen. Ja, und glaubst du, für 50 Euro mehr im Monat kann ich jemanden bezahlen, dass er meine Steuererklärung macht? Ja, ich weiß ja nicht, was für Einnahmen du hast. Ja, was für Einnahmen der Deal dir gebracht hätte. Laut YouTube, ich sag mal so, ich habe mit YouTube noch kein Geld verdient. Ich kann halt nur so sagen, wie man YouTuber es behaupten. Montana Black hat, glaube ich, irgendwas gesagt mit einem CPM momentan von 4 Euro pro 1000 Klicks oder so. Ich glaube, du kannst CPM sehen, auch wenn du nichts verdienst. Nein, kannst du nicht sehen. Einnahmen CPM ist komplett ausgegraut bei mir. Das Fenster, was Montana Black hat, wo seine Einnahmen steht, steht bei mir nichts. Da steht halt nichts. Ich kann auch nichts sehen. Kannst du kein CPM sehen? Nein, habe ich nicht. Das ist halt nur monetarisierte Kanäle und meiner ist nicht monetarisiert. Deswegen kann ich diese Spalte absolut nicht sehen. Bei mir ist einfach nur ausgegraut, die Spalte. Ich sehe da nichts, als wäre da nichts gewesen. So sieht es bei mir aus. Und ich gehe jetzt mal davon aus, was Montana Black gesagt hat, mit 4 Euro pro 1000 Klicks, so wie es bei ihm ist, was er halt gezeigt hat. Wenn ich davon ausgehen würde, würde ich im Monat 4 Euro, sagen wir mal, 200 Euro. Wenn das wirklich stimmen würde, wäre ich bei 200 Euro im Monat. Ich meine, guck dir mal an, was für Klicks du eigentlich auf deinem Kanal insgesamt hast. Wie viel Geld ist dir jetzt ja, in die Lappen gegangen, nur weil du das nicht gemacht hast? Ja, aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt. Wie viel Geld insgesamt? Viele Tausende von Euro, die schon weggegangen sind. Ich sag mal so, wenn du 1000 Euro rechnen würdest, 1000 Euro pro Klicks, ich habe mittlerweile fast 7 Millionen Klicks insgesamt auf meinem Kanal, das wären 7000 Euro. 70.000 oder nicht? Nee, 7000 Euro. Ich habe ja damals schon angefangen, wo das 7000 insgesamt? Ich glaube, 1 Million waren 1000 Euro, 1 Million, 1000 Euro. Und sagen wir jetzt einfach mal, sind wir einfach mal eine 2er als CPM, weil damals war die CPM viel schlechter als jetzt, sind wir einfach mal eine 2er als Durchschnitt. Weil ich habe den YouTube-Kanal ja schon seit 5 Jahren. Rechnen wir das einfach mal um, da wäre es mal 2, also 14.000 Euro ungefähr. Die vielleicht durch die Lappen gegangen sind jetzt, ja. Ja, 14.000 Euro, schmeckt doch, Digga. Ja, aber trotzdem, du musst. Also, wenn man es jetzt so überlegt, ob man jetzt für die 200 Euro jetzt sich extra noch den extra Aufwand macht mit den Steuern, das ist immer so. Es ist halt dieses Stressding. Es ist auch wieder so ein Stressding, weil das mit dem Steuern, mit den Steuern und so, das ist halt auch mehr Stress. Und wenn ich dann noch mehr Stress habe, habe ich keine Freizeit irgendwann mehr, weil ich dann ja am Wochenende sitze und Steuererklärung so einen Scheiß manchmal machen muss. Das ist schon. Du verschätzt das vollkommen. Das ist so, als ob du nur Steuern machen würdest den ganzen Tag. Nein, aber die Steuern, wenn du da was falsch machst, das machst du halt musst vielleicht Strafe einmal zahlen, im Monat ja. Und dann war's das. Ja, dann musst du aber auch wieder Strafe zahlen, wenn du was falsch machen solltest. Und ich kenne mich damit nicht aus. Das heißt, ich müsste mich erstmal komplett damit auseinandersetzen mit allem. Das wäre dann auch schon wieder ein Aufwand. Und plus, du müsstest ihm auch mal überlegen. Stefan kommt von der Arbeit, müsste dann aufnehmen. Oh, ich dann müsste direkt danach die Steuererklärung machen. Und ich. Du bist so schlecht, Naja, genau, weißt du, bist so scheiße. Schön, dass du es eingesehen hast. Es ist halt bei mir auch dieses Ding, ich habe halt keinen Bock, mich teilweise nach 9 Stunden Arbeit oder mich noch länger machen muss, da hinzusetzen und diese Steuererklärung dann auch noch zu machen. Ja, einmal im Monat und dafür kriegst du 200 Euro. Ja, und nicht einmal im Monat, ich muss jede Einnahmennummer also aufschreiben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel streamen sollte und Donations anmachen würde, müsste ich am Ende des Monats alles zusammenfassen. Und das Problem ist bei Donations, das ganz krasse Problem. Du musst sie als Einnahmen versteuern, aber die können sie immer noch 180 Tage im Nachhinein zurückziehen, aber du hast sie trotzdem versteuert und Geld dafür bezahlt. Das heißt, du machst so Minus, wenn du die Donations wieder zurückziehst. Alleine die Donation-Transaktionskosten, die werden immer von dem Typen übernommen, der die Donations bekommt. Das heißt, wenn ich Underman jetzt donaten würde, sagen wir mal 100 Euro. Nehmen wir einfach mal als Beispiel. Du machst ja immer nur Worst Case, das ist ja nicht normal. Lass mir das einfach nochmal beschreiben. Das passiert oft auf Twitch, das ist sehr oft. Du donatest. Aber das ist ja nicht immer so. Lass mich ausreden. Ich donate Underman jetzt 100 Euro.
einen Monat später, Anaman versteuert alles so nach dem Motto, ja, 100 Euro versteuert, dafür geht dann, da haben wir 40, sagen wir 35 Euro gehen davon auf jeden Fall wegen Steuern drauf. 35 Euro schon mal Minus gemacht. Und dann ziehe ich das Geld nochmal zurück. Dann hat er einfach nur 35 Euro verloren. Transaktionskosten kannst du ungefähr bei 10% bei PayPal rechnen. So, nochmal 10 Euro, das heißt 45 Euro Minus gemacht für nichts. Und Aufwand halt, ne? Ja, wenn das passiert. Ich sag mal so, du würdest nicht wissen, wie viel... Ja. Es gibt auch zum Beispiel bei Friendly Fire ist auch so ein Ding. Außerdem geht's ja gar nicht um Spenden einsammeln. Du, das, was du ja meinst, ist ja... Also Einnahmen generell. Ist ja nichts, was, wo so etwas passiert. Ich will das auch nur als generelle dazu. Also ich will das halt nur erwähnen. Ich sage jetzt nicht, dass ich es mache. Ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Weil bei mir ist halt dieses Ding, ich will halt auch nicht jetzt unbedingt Geld kriegen von minderjährigen Zuschauern und sowas. Also ich weiß nicht, wie Montana Black das macht. Ich meine, der verdient so schon so viel Asche, ne? Allein der Supporter-Creator-Code, da wurde ja die Einnahmen vervierfacht vor längerem, ich glaube vor 2 Monaten. Ich weiß nicht, ob das begrenzte Zeit lang wurde, aber das wurde ja von 5 Euro auf 20 Euro hochgerechnet. Das war ja auch schon ganz schön fett. Nee, ich meine... Ich glaube, das ist für 10 Euro, also wenn du etwas für 10 Euro kaufst... 100 Euro, 100 Euro kriegt er 20 Euro ab mittlerweile. Cent oder so. Mittlerweile ist es so, 100 Euro ausgegeben, 20 Euro bekommt er. So war das momentan. Soweit ich weiß. Aber ich fange jetzt mal mit dem Baum an. Ich habe jetzt keine Kenntnis, aber gut, kann sein, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich verstehe nicht, wie man den zuschauen kann. Ich sag mal so, ich doch schon, ich sag mal so. Kobbel, Kobbel, ja, hier der Kiste, hier kannst du reingucken, da kannst du alles rausnehmen. Dankeschön. Unglaublich. Ich sag mal so, Montana Black musst du halt so sehen. Schaut alle bei mir vorbei. Nee, ich sag mal so, Montana Black ist halt auch so eine Person, ich schau ihn ja, ich stimme auch vielen Sachen zu, was er sagt, aber nicht allem. Das ist halt bei Montana Black das Problem. Wenn du reinkommst und ihn im falschen Moment siehst und nicht richtig den Hintergrund weißt, dann denkst du manchmal, boah, was ist das für ein Arschloch. Aber wenn du dich wirklich mit der Person manchmal auseinandersetzt und auch mal ein bisschen länger zuschaust, ich sag mal so, bei Montana Black ist es bei mir zum Beispiel so, sagen wir mal, 80% von den Dingen, die er sagt, stimme ich mit zu. Und der Rest ist für mich entweder, ja, ne, oder Bullshit.